Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phoenix Wright Justice for All und mir egal, wie ich es nenne oder wie es ihr nennt, jeder ist verschieden halt. Und ja, sind wir beim letzten Mal stehen geblieben, wir müssen jetzt die Frage beantworten, ist das nicht offensichtlich? Der Zeuge ist Mitglied der Gruppe. Herr Wellington ist Mitglied dieser bestimmten Gruppe. Nein. Die Nummern all ihrer Freunde sind auf dem Handy gespeichert. Wenn jemand diese Nummer gesehen hätte, wäre für sie alles vorbei gewesen. Deswegen müssten sie den Mord begehen. Nein, das ist zu viel. Das ergibt alles ganze Menge Sinn. Nun, Herr Wellington, haben Sie etwas dazu zu sagen? Ich ehe mich, Jetzt habe ich dich... Entschuldigung. Der Polizist... Ja, euer Ehren. Ja, Herr Payne. Euer Ehren, das ist... Der Zeuge wird unzulässigerweise unter Druck gesetzt. Exakt das Gleiche haben Sie vor ein paar Sekunden schon gesagt. Klapper. Bitte. Bitte, rufen Sie wir uns den Inhalt des Telefongesprächs nochmal ins Gedächtnis. Piep. Hallo? Ach, danke schön, ich habe mein Handy schon gesucht. Ist das Ihres? Da bin ich aber froh. Wir können uns treffen und ich gebe es Ihnen. Die Angeklagte hätte schon versprochen, das Handy zurückzugeben. Um das Handy zu bekommen, hätte sich der Wellington nur noch mit ihr treffen müssen. Warum hätte er noch jemanden umbringen sollen? Eine berechtigte Frage. Hat die Verteidigung dazu etwas zu sagen? Rein logisch betrachtet hat er recht. Dann sollten wir vielleicht ungewöhnliche Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ja, wenn wir so vorgehen, mal sehen. Vielleicht hat der Schleimer am Tatort etwas gesehen, das ihn zu dem Mord veranlasst hatte. Teilen Sie Ihre Überlegungen mit uns, Herr Wright. Tja, Herr Wellington wollte das Handy nicht auf freundliche Art holen. Die Rückgabe des Handys war abgemacht. Warum hätte er unfreundlich sein sollen? Ich vermute, dass er dort etwas gesehen haben muss, das ihm nicht gefiel. Na gut, Herr Wright. Was war dieses Etwas, das dem Zeugen nicht gefiel? Was ist das? Entschuldigung, ich habe ein bisschen was vergessen. Namensliste. Kein Plan, nein, das muss es bestimmt nicht gewesen sein. Entschuldigung. Was hat Ihnen nicht gefallen? Was ist das? Phoenix, mein versiegten Karte. Nee. Das Handy vielleicht, oder? Was ich stolz. Toll, ich hab keinen Plan, Leute. Sorry, Leute, ich muss überlegen. Was gefiel in Todeszeit? Ich mach mal hier in Safe State. Leute, ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt die ganze Zeit das machen, aber... Vielleicht irgendwas im Profil? Der hier? Die kann es ja nicht gewesen sein. Ich muss ernsthaft überlegen. Ja, sagen wir... hallo? Ich dachte schon, das Spiel lebt nicht mehr. Oh mein Gott. Ups.
Ich mach jetzt einfach mal so. Hab ich ein Save State gemacht? Hallo? Achso. Entschuldigung. Ich mache jetzt ein Save State und werde mal die Beweise halt. Ich mach mal das Handy. Wenn das da jetzt oben nicht leuchten sollte, bedeutet das, es ist richtig. Wenn nicht, doch, dann falsch. Okay, Save State nochmal und. Der Zeuge sah das hier. Herr Wellington hat erreicht. Sein Gesichtsausdruck nach würde ich sagen, dass es das nicht war. Scheint, als hätte ich mich geirrt. Okay, das war's nicht. Machen wir das. Der Zeuge sagt das hier. Herr Wellington hat erreicht. Brille vielleicht. Vielleicht ist das die Lösung. Nein, der sagt dasselbe. Ich kann machen. Vielleicht das. Mal sehen, prüfen. Telefonzelle, Bank. Probieren wir das. Nein, auch nicht. Leute, ich bin drahtlos. Nimm das, Mann! Baseball. Leute, lacht mich ruhig aus. Ihr könnt das ruhig machen. Nein. Ich glaube, das werden wir verlieren. Versuchen wir es ihm nochmal mit der Namensliste. Oh, der Zeuge. Nein, upala. Entschuldigung. Vielleicht Anwaltsmarke? nein. Okay, ich habe jetzt alles schon gezeigt. Visitenkarte, habe ich die schon gezeigt? Ich versuche es mal nochmal. Selbe nochmal. Okay, versuchen wir jetzt mal Profile. Maggie. Okay, safe state. Leute, es tut mir leid. Echt? Also mal jetzt. Oh. Oh, was sagt. Was? Herr Wellington sah, war das Opfer. Das Opfer? Das Opfer? Sei meinem Dustin Price? Das war bestimmt ein Fehler. Dustin Price ging direkt nach dem Dienst zu seiner Verabredung. Da er keine Zeit hatte, sich umzuziehen, trug er immer noch seine Uniform. Ah, das stimmt. Das ist doch ein Polizist. Und er hatte halt Angst, dass der... jetzt kommt alles. Sorry, Leute. Das Mädchen, das mein Handy gefunden hat, ist mit einem Polizeibeamten hier. Er konnte nicht wissen, dass die beiden verabredet waren, also machte er sich Sorgen. Er hatte Angst, der Beamte würde ihm vor der Rückgabe des Handys einige Fragen stellen. Wenn ich mich verdächtig benehme, wird er bestimmt das Handy untersuchen. Ihm kam der Gedanke, dass sie das Handy bereits untersuchen haben könnten. Und er fiel in Panik, wollen sie darauf hin? Genau. Exakt. Entschuldigung. Wachtmeister Price wurde nur deshalb ermordet, weil er eine Uniform trug. Dam dam dam. Herr Payne, haben Sie dazu noch etwas zu sagen? Ich denke... Scheint es, hätten wir die Wahrheit doch noch herausgefunden. Der Zeuge, Herr Wellington, Sie sind... Beeindruckend. Nicht übel für jemanden mit Drittklassiker-Ausbildung. Was soll denn das heißen? Der Typ ist ja ekelerregend. Gut, all die Fehler falls denn du um das verdächtigen Handy gemacht hast. Verdächtige Nummern hier, verdächtige Gruppe da, alles auf dem Handy gespeichert. Aber woher weißt du, dass das Handy wirklich meins ist? Wo sind deine Beweise? Sie wollen eine Beweise dafür, dass das Handy ihnen gehört?
Wie ich bereits sagte, das Handy, das ich verloren hatte, ich hab's schon längst wiedergefunden. Du hast nicht die leiseste Ahnung, weil das Handy gehört, das du in der Hand hast. Du kannst sicher sein, dass es nicht mir gehört, du Einfallspinsel. Was? Herrlich zu sehen, wie du dich windest. Da haben wir ja anscheinend ein Problem mit dem Handy. Wessen Handy ist das? Ohne das zu wissen, ist das als Beweis bedeutungslos. Euer Ehren. Hey! Idiot! Mein Schatzi ist ein Idiot. Schreibt das halt alle in den Kommentaren. Oder geht zu seinem Channel. Ich verlinke den Channel, dann könnt ihr auch schreiben, Idiot. Nee, den verlinke ich schnell, sonst bringt er mich noch um. Verdammt, ich kann nicht zulassen, dass er deinen Spieß so umdreht. Das Handy. Irgendwas muss ich übersehen haben. Irgendwas, vielleicht. Ich speichere nur meine Fingerabdrücke auf den... Fingerabdrücke oder Nummern? Ich glaube, alles ist beide richtig, aber ich nehme mal die gespeicherten Nummern. Auf dem Handy sind die Namen und Nummern der Mitglieder der Schwindelgruppe gespeichert. Ich kann sie Ihnen zeigen, euer Ehren. Das glaube ich nicht. Wovon redest du? Wir versuchen herauszufinden, von wem das Handy gehört. Wenn interessiert, was für Telefonnummern darauf gespeichert sind. Außerdem, wer weiß, vielleicht hast du ja selbst einige der Nummern eingegeben. Der Zeuge hat recht, ich verrichte. Ich muss den Antrag der Verteidigung zurückweisen. Dieser Idiot ist wieder genauso arrogant und abstoßend wie vorher. Das Handy. Irgendwas muss ich übersehen haben. Irgendwas, vielleicht. Seht ihr dieselbe Frage, aber ich mach mal einen Safe Load. Und bye. Ich hab's. Wir sollten es auf Fingerabdrücke überprüfen. Fingerabdrücke? Ja, euer Ehren. Er muss auf dem Handy Abdrücke hinterlassen haben. Nick, hast du es schon vergessen? Als Maggie es dir gegeben hat, hast du es abgewischt. Ich habe was? Du sagtest, es wäre ganz sandig und deshalb... Abgewischt. Ich hab's abgewischt. So ziemlich gründlich sogar. Ein Riesenspaß, so ungebildet und halb Affen beim Unsinnreden zu beobachten. Jetzt hat er sich komplett erholt. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe mein Handy hier, siehst du? Oh, und zufällig hast du die gespeicherten Nummern hier nicht überprüft? Es scheint nicht in Ordnung zu sein, die Nummern sind ganz plötzlich verschwunden. Das kann nicht wahr sein. Er hat die Nummern gelöscht, die ich als Beweis bräuchte. Herr Wellington. Erstaunlich. Hört sich an, als hättest du immer noch nicht aufgegeben. Wo haben Sie Ihr Handy wiedergefunden? Oh, du bist zu köstlich. Leute. Und was er noch so weiter sagt und so. Sehen wir uns im nächsten Part von Phoenix Wright. Also, wir sehen uns gleich wieder.